Was geht ab, Leute? Hier ist Donnerstag. Das heißt 7 Tage Feldforschung. Klicken wir mal drauf. Die meisten von euch haben es schon gemacht. Keine Überraschung. Und zwar Lavados wieder. Mehr dazu gleich. Staub. Oh, Pokebälle. Kann ich sogar gebrauchen. Und EP. Und los. Alter, der ist noch schlechter als beim letzten Mal. Wenigstens diesmal nicht dieser Bug. Aber Alter, noch schlechter. Traurig. Mehr zu Lavados gleich, nachdem ich den gefangen habe. Doppelbonbon-Event mit gelber Berge. 12 Bonbons. Verschicken. Oh, er ist aber drin wenigstens. Dann verschicken, nochmal 12. 12, bam. Alter, muss kurz Screenshot machen, so schlecht ist der. So, und weg. Okay, jetzt sitzt zur Post, dann hol ich mir was zu essen. Und dann reden wir über die 7 Feldforschung, was diesen Monat alles kommt, wieso heute wieder Lavados kam. All dies, das, demnächst. Bleibt dran. So, zu Hause angekommen, es ist 8 Uhr abends. Es sind ein paar Sachen passiert, ein paar Sachen sind aufgekommen. Vorgekommen? Aufgekommen? Boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist eine Menge dazwischen gekommen. Also, jetzt habe ich es dazwischen gekommen, nicht aufgekommen oder vorgekommen. Aber trotzdem beenden wir das Video, machen wir es kurz und knackig, weil das jetzt noch hochgeladen werden muss heute. Und dann mache ich vielleicht sogar noch einen Stream. Da muss ich noch das Video für morgen drehen, also. Echt busy, busy. Was ich sagen wollte, erstmal schreibt unten in die Kommentare, wie gut euer Lavados diesmal war. Unfassbar, aber meiner ist sogar noch schlechter als beim letzten Mal. Und beim letzten Mal war schon tot. Und ein paar Infos, und zwar für April, für den Rest des Aprils. Ich check mal den Kalender. Das wären noch zweimal. 19. und 26. kommt weiterhin Lavados. So wie es aussieht, sind die Feldforschungsbelohnungen, Durchbrüche monatlich eingeteilt. Und diesen Monat, April, ist halt Lavados. Es war auch irgendwie im Code, dass alles gekennzeichnet mit April ist. Kann man auch gut sehen, weil die meisten Belohnungen Feuer-Pokémon beinhalten. Es gibt, glaube ich, Magma, 20 Dinger da. Was war das? 20 irgendwas. Und es gibt Vulnona, Tornupto, Igelava, Ponita, Makago. Also alles in Richtung Feuer. Dementsprechend auch Lavados als Belohnung. Und diese Quests werden sich wahrscheinlich nächsten Monat ändern. Vielleicht auf Donnern zum Beispiel. Und dann kommt Zapdos. Dann kommt vielleicht Eis für Arctos. Auf jeden Fall April nur Lavados und Feuer-Pokémon-Quests. Und dann nächsten Monat bisschen Abwechslung. Wahrscheinlich, denke ich mal. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Schaut jetzt beim Livestream vorbei, falls ich einen starte. 50-50, bin mir noch nicht ganz sicher. Und ansonsten vergesst nicht, Pokémon ist das Business.